Hallo und herzlich willkommen zurück zum Spiel Shutter. Und zwar habe ich mir heute mal vorgenommen, ganz, ganz mutig zu sein. Ich weiß nicht so ganz, ob das klappen wird, so mutig zu sein, aber mal sehen, ich hoffe es einfach mal. Ich muss ja jetzt nochmal von vorne anfangen, da wir davor die Pillen etwas zu viel gegessen haben. Und ja, auf jeden Fall weiß ich nicht. Fahren wir erstmal wieder mit dem Auto los. Da wären wir wieder. Zurück im Asylum. So, arrive at the Asylum now. Scary. Better start investigating for my report. Das kennen wir ja schon. Ich frag mich sowieso, ich will immer weitergehen hier, obwohl das echt gruselig wird. So, das hatten wir schon gemeldet. Das ist ja im Schnelllicht auf den Schluss. Und hier einfach mal schnell rumgehen, damit wir gleich wieder da sind, wo wir vorher waren. Na, die Musik ist auch echt nicht meins. So, das kannten wir schon, da sehen wir die Typen, die Frau, was auch immer. Dann kriechen wir mal hier wieder durch. Das kennen wir ja auch schon, jetzt die Leiche weg. Ich finde es echt schade, dass ich hier von der Helligkeit auch wirklich nichts verändern kann. Also bei mir sieht es jetzt, also man kann was sehen, aber ich habe mal vorhin geschaut, in dem Spiel ist jetzt auch, also wenn ich die Videos bearbeite, ist es echt dunkel. Ist ein bisschen schade, da es hier keine Optionen gibt, zumindest bei mir irgendwie nicht. Und was genauso schade ist, ist, dass halt das Spiel sehr, sehr laut ist. Ich muss ja jetzt schon etwas lauter reden, damit wir... Ach ja, hier Wasserzweige, oh Gott. Better just carry on. Meine Kamera benimmt sich ganz komisch. Ja, ja. Am besten sollte ich lieber weitergehen. Ist die beste Idee. Irgendjemand redet die ganze Zeit in mir, ich höre komische Geräusche. Naja, damit es weggeht, sollte ich lieber weitergehen. Ist klar. So. Ich hoffe mal, dass man mich jetzt besser versteht als im letzten Video. Ich habe mir jetzt eine andere Kamera genommen. Ja. So, ist wieder. Er denkt, er wird verrückt. Mal gucken, nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe, aber ich. Ich glaube nicht, eigentlich hatte ich das ja davor mir angeguckt, oh Gott. Das schreckt mich hier immer wieder. Man kann sich auch echt nicht an diesen Müll hier gewöhnen. Ich kann doch nicht mehr reden. Ich bin jetzt mal echt mutig. Jetzt kommt das, wo ich mich in einem vorherigen Part so erschreckt habe. Okay, ich fühle mich gerade richtig mutig. Okay, da klopft jemand gegen die Tür. Aber jetzt erstmal die Tür. So, diesmal
Painkiller ist gebrannt. Okay. Wissen wir nicht. Ah, jetzt habe ich meine Kamera repariert. Irgendjemand läuft da gerade. Irgendwas läuft da auf mich zu. Ja, jetzt nimm doch den Schlüssel hier. Oh Gott, ey. Immer wenn hier irgendwas läuft oder so, ich denke die ganze Zeit, irgendwas ist hier hinter mir. Stand da vorne nicht da. Ich habe gerade richtig Schiss, dass mich das Teil verfolgt. Wirklich. Was für ein Schiss. Heieiei. Boah. Es kippt da nur ein Stuhl um. Ganz ruhig jetzt hier. Ganz ruhig, Brawler. So, wo sind wir jetzt? Und man kriegt hier richtig, wirklich eine Art Verfolgungswahn. Lampe. Yes. Nimm die Schlüssel. Okay, springen kann ich nicht. Aber ich mach mal kurz ein. Nein. Achso, hups, habe ich Load Game gemacht, ich meine das Safe Game. Hoppala. Ja. So, wollte man nur mal ganz kurz speichern, nicht, dass ich das dann nochmal von vorne machen muss, alles. Ach, bitte. Was war das? Schrei doch nicht so! Armer Kleiner. So. 5 days earlier. 5 Tage zuvor. Ja, ich soll lieber ins Bett gehen und ein bisschen schlafen. Oh. So. Penelope Asylum. Ich glaube, das scheint dieses Asylum zu sein, wo wir waren. I like to drink while read. Ja, ich mag es auch zu trinken, während ich arbeite. Hm? Okay. Das denn? Okay. Wir bewegen uns aber echt langsam hier. Fernseher, ich will Fernsehen. Und an. Einen User Match. Just for the news. Na klar. Er guckt nicht gerne fern. Hunger. Kühlschrank geht auch nicht. Na gut. Wenn es nichts zu essen gibt, okay, dann kann ich nicht lang. Wenn es nichts zu essen gibt, dann gehe ich halt ins Bett. Aber sehr unaufgeräumt, ne? Also hier liegen überall meine Trinkflaschen rum. My car keys. Meine Autoschlüssel. Boah, jetzt erkenne ich nicht mal was. Such dir eine neue Wohnung.
Na klar. Schönen alten Schrank haben wir hier. So, egal, ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Huiuiui. So, wo sind wir jetzt? Ey, so kann ich nicht lesen, wenn du das die ganze Zeit wackelst. Konntet ihr das lesen? Speichern wir nochmal. Ich glaube, irgendwie sein Schlaf war nicht ganz cool. Oh, ich bin in einem Traum. Also irgendwas hat ihn aufgeweckt und nee, ich, also irgendwas hat ihn aufgeweckt, aber er denkt jetzt, er ist trotzdem in einem Traum. Er weiß nicht, ob es ein Lucid Dream ist, also das sind die Träume, die dafür sorgen, also wo man selber halt bestimmen kann, was man träumt, glaube ich. Hallo? Ich will mit dir nichts zu tun haben, ich sehe dich nicht. Genau, bleib dahinter. Eieieiei. Na, jetzt lauf doch. Der verfolgt mich, oder? Nee, gut. Was, K? Das schon wieder? Da springt mich doch irgendwas an, oder? Ich sehe schon. Wisst ihr, dass Pfeifen wirklich hilft, die Angst zu verringern? Das ist sogar bewiesen. Was ist das denn hier? Ist es wirklich so dunkel? Entschuldigung, wenn ich hier jetzt ein bisschen... Ich komme nicht weiter. Was ist das denn? Ah, einfach laufen, okay, natürlich. Es ist so dunkel, dass ich selber nicht sehe, wo ich hingehe. Grad. Aber hier ist wieder Blut. Dann folgen wir mal die Blutspur zum Fernseher. Oh mein Gott. Ah, wo zum Teufel bin ich jetzt? Ich habe mich gerade so erschrocken, dass irgendwie meine Maus aus dem Bildschirm gefallen ist. Spritze, Spritze. Wer ist da? Jetzt bin ich eingesperrt. Schön. Oh, ey, wirklich, bitte. Bitte hör auf. Bin ich hier schon wieder. Wer ist der Fernseher auf der anderen Seite? Ich will jetzt Fernsehen gucken. Lass mich Fernsehen gucken. Bitte. Und jetzt. Ich muss den Fernseher umschalten. Ich habe so das Gefühl, dass ich gerade was komplett anderes eigentlich machen soll. Bin mir aber nicht ganz sicher, was soll ich denn eigentlich hier machen. So viel. Wir haben eine Lampe, die nicht funktioniert. Sachen, die nicht aufgehen. Wake up.
Ja, versuche ich ja. Ach, jetzt liegt da auch noch wer, natürlich. Game Presents. War das jetzt erst der Anfang? Na schön. Shutter. Na klar, ist jetzt der Anfang und ich mache mir jetzt schon in die Hose. Mir ist aufgefallen. Ach, das war's schon. Gut. Ja, Fazit. Schade, dass man hier die Option nicht so ein bisschen ändern kann und dass es so dunkel ist, dass selbst ich hier nicht sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das nachher auf den YouTube sein wird, wenn ihr euch das anschaut. Aber ich denke mal, dass es da noch schlechter zu sehen ist. Ansonsten kann ich eigentlich nichts Schlechtes sagen. Ich mochte es. Atmosphäre ist sehr, sehr gruselig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach nur der Einzige bin, weil ich hier so ein Angsthase bin. Aber ich habe mich gut erschreckt. Vor allem die ersten Male. Ich musste es ja nochmal neu spielen. Ja, was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe ein bisschen wie ein kleines Mädchen geschrien, glaube ich. Das war nicht gerade der männlichste Augenblick in meinem Leben. Aber naja, vergessen wir das Geschrei. Und ja, ich hoffe, es wird fortgeführt. Ich würde es gerne weiterspielen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.